guten Abend und Ihnen allen ein sehr herzliches Willkommen. Religion ist irrational, fortschrittsfeindlich und zerstörerisch. Das sagt Richard Dawkins. Er hat darüber ein Buch geschrieben, ein Bestseller. Der Gotteswahn heißt dieses Buch in Deutsch. Er wird später hier zu Gast sein, aber nicht alleine. Er wird diskutieren mit Dr. Heiner Geißler. Er wird mit dem katholischen Weihbischof Hans-Jochen Jaschke diskutieren und mit dem Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bischof Wolfgang Huber. Das wird mit Sicherheit sehr interessant. Vielleicht auch so interessant wie das, was wir jetzt über Physik lernen werden. Von einem der anerkanntesten Wissenschaftler aus Amerika. Herzlich willkommen, Professor Dave Willey. Schön, Sie hier zu haben. Thank you. Great to be here. Vielen Dank, ich freue mich, dass Sie hier sind. Very nice. Ja. Sehr schön. Sie lehren Physik an der Universität von Pittsburgh in Johnstown und Sie machen das auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise. Wollen die Studenten? I try to. Ja. Ich versuche es auf jeden Fall. Ja, ich versuche es unterhaltsam zu machen. Man kann ja nichts beibringen, wenn die Menschen nicht aufmerksam sind. Und sie müssen also aufmerksam sein. Ich versuche also die Aufmerksamkeit zu gewinnen. Ist es denn so, dass die Studenten Physik ohne Entertainment gar nicht mehr aufnehmen? Doch. Also, aber es hilft auf jeden Fall. Die Kinder heutzutage, die sind ja verwöhnt. Man muss sie unterhalten natürlich. Es ist nicht so wie früher in der Schule. Also, heute muss man natürlich das Interesse erwecken. Ich bin ja immerhin mit Fernsehen im Wettbewerb. Ja, aber Sie nutzen den Wettbewerb so, dass Sie auch ins Fernsehen gehen. In Amerika sind Sie ein Star-Professor auch, weil Sie bei Jay Leno regelmäßig auftreten und den Menschen viel Spaß machen. Er nennt Sie den verrückten Professor. Finden Sie das okay? Yes. Habe ich kein Problem damit. Natürlich, der verrückte Professor, warum nicht? Gefällt mir. Und ich nehme auch jede Gelegenheit wahr, im Fernsehen oder auch natürlich in der Schule, um die Menschen hierfür zu interessieren, für die Wissenschaften. Ganz wichtig. Nun gewöhnen wir mal den Nichtphysiker, nämlich mich, ganz langsam daran. Ich weiß, ich bin nachher auch Versuchskaninchen und habe einen gewissen Respekt davor. Zeigen Sie uns erstmal, was hat es mit dieser, sagen wir, Kerzenleiter auf sich. Also unsere Regenrinne hier sozusagen, oder Kerzenleiter. Ja. Nun, die ganzen Kerzen, die brennen jetzt nicht nur ganz unten, die Kerze, die brennt aber sonst keine. Also, ich habe hier Petroläther, das heißt auch medizinisches Benzin, sagt man hier zu dem Deutschen, glaube ich, und ich gieße dies hier runter. Damit werden die Kerzen jetzt angezündet und die Kerzen entzünden sich, wie gesagt. Ich hoffe, dass die meisten Kerzen zumindest dann brennen. Also etwas zurücktreten, Johannes. Vielleicht nicht alle Kerzen, aber die meisten werden brennen. Und dann nehmen wir Schwefelhexafluorid, SF6. Aber ich habe hier einen ganzen Eimer voll. Aber SF6 ist doch ein Gas. Wie können Sie einen anderen? Ist ein Gas. Ja, ein Gas, das ist richtig, aber sehr, sehr dicht mit einer hohen Dichte. Also genauso wie die Flüssigkeit hier. Ah, okay. Noch nicht. Wir machen es auf und dann gießen wir es raus. Okay. Also, wir zünden jetzt die Kerzen an. Die Kerzen werden jetzt angezündet. Die Feuerwehr ist ja informiert. Ja. Ah. Jawohl. Moment. Jetzt erklären Sie uns doch erstmal, was ist passiert. Also Sie haben dort eine Flüssigkeit runterfließen lassen. Richtig, die Flüssigkeit ist hier runtergeflossen und damit haben wir die Kerzen angezündet. Und jetzt, sobald die Kerzen alle brennen, werden wir sie jetzt auslöschen mit diesem Gas. Das ist eine besondere Eigenschaft dieses Gases. Es ist nicht brennbar. Das heißt, damit können wir Feuer genauso wie Kohlendioxid zum Beispiel auslöschen. Und jetzt, wenn wir hier so einen Eimer nehmen mit diesem Gas, ich gieße dies jetzt herunter, es sollte wie Wasser herunterfließen und ich hoffe, dass jetzt die Kerzen alle ausgelöscht werden. Also einfach hier runterfließen lassen. Das ist das Gas, das schwerer ist als Luft und die Kerzen hier rein. Very dense gas. Ein sehr dichtes Gas. Das ist schon mal nicht schlecht. Gieß wie Wasser. Okay. Was lernt man daran, außer dass es einfach unterhaltsam ist und ein schöner Effekt? Was kann man daran fürs Leben lernen? Also, ich kann hier sehr viel lernen, nämlich was man braucht, um etwas anzuzünden. Ich kann zum Beispiel über die Dichtigkeit, über die Dichte des Gases sprechen, die physikalischen Eigenschaften. Wir können auch über das Archimedes-Prinzip sprechen. Wir werden auch gleich ein Experiment dazu durchführen. Viele Eigenschaften also bei diesem Gas. Ich komme noch nicht ganz drüber hinweg, dass dieses Gas so schwer ist. Man hat es ja gar nicht gesehen, aber den Effekt hat man gesehen. Das Gas, das nicht entflammbare Gas, ist sehr schwer. Kann man das einsetzen in Bereichen des Lebens? Ich versuche zu überlegen, an die man nicht im ersten Moment denkt. Ein schweres Gas, wo kann einem das weiterhelfen? Nun, zuerst haben wir hier eine sehr gute Möglichkeit, eine elektrische Isolierung durchzuführen. Zum Beispiel bei Schaltgeräten, bei Schaltungen und so weiter, würde man zum Beispiel diese ganzen Gänge oder die Schaltungen mit diesem Gas hier umhüllen.
Da gibt es eben keine Funken, also keine Funkenbildung. Man kann dieses Gas auch leicht wieder finden. Dieses Gas wird auch zum Beispiel in London in der U-Bahn verwendet, um festzustellen, was passiert, wenn Terroristen dort zum Beispiel Giftgase verbreiten würden. Also auch sehr nützlich. In der Terrorbekämpfung als nicht giftiges Gas zu sehen, was passieren würde, wenn andere eines einsetzen, was nicht so friedlich ist. Absolut, ganz genau. Was hat es hiermit auf sich? Was muss ich über mich ergehen lassen? Also, diese Behälter ist auch voller Gas, mit diesem gleichen Gas gefüllt. Und ich zeige Ihnen jetzt gleich die Dichte von unserem Antihelium, wie wir sagen. Wir haben hier einige Bläschen, Seifenbläschen. Jetzt nehmen wir hier den Deckel runter und wir wollen die Bläschen jetzt hier richtig hier einfach hier wegnehmen. Und die werden jetzt hier richtig schweben auf der Oberfläche. Die gehen nicht rein. Die schweben da oben, obwohl man das Gas nicht sieht. Sie schweben auf dem Gas sozusagen und gehen von oben nach unten wieder rauf. Hier. Ja. Gehen wieder hoch. Das ist dieses. Das ist mit dem Gas. Unsichtbar, weil die Ballons schweben. Und jetzt noch etwas. Wir nehmen jetzt hier Aluminium, eine Aluminiumfolie, tun diese erstmal hier rauf wieder, unseren Deckel rauf. Jetzt haben Sie hier einen Schüssel. Ich habe einen Schüssel. Also jeder einen Schüssel, zwei Schüssel sogar. Und die Aluminiumfolie, jetzt nehmen wir die eine Folie, stellen sie auf den Kopf, hier, falsch rum, also andersrum. Okay. Hier. Und jetzt die Folie also so hier drauf. Bootform praktisch. Genau, eine Bootform. Und jetzt, wie gesagt, mit dem zweiten Deckel noch drüber. Das gleiche jetzt bei Ihnen drüben, damit wir diese Form bilden. Und jetzt wollen wir diese Boote hier schweben lassen. Ich nehme jetzt den Deckel wieder runter. Und jetzt schauen wir, was passiert. Okay, ist das nicht unglaublich? Und die sinken natürlich, wenn das Gas da reinkommt, klar. Ganz klar, weil wenn ich jetzt reinfasse, passiert nichts. Ja. Absolut, da passiert nichts. Also, da fühlt man überhaupt nichts. Wir machen es leer und wieder draufsetzen. Und jetzt kommt an der Seite das... Genau, von der Seite kommt das Gas rein und die sinken. Okay. Das ist ja wahnsinnig interessant. Geht das mit schwereren Dingen auch, wenn ich mehr Gas nehmen würde? Oder? Nein, es gibt natürlich eine Grenze. Man kann Bläschen, Seifenbläschen schweben lassen, aber es müssen natürlich leichte Gegenstände sein. Denn die Dichtigkeit ist nur fünfmal größer als von der Luft zum Beispiel. Also mit Holz ging das nicht, mit einem Stück Holz. Aber Sie sprachen vorher von Antihelium. Nun, jetzt möchte ich noch ein Experiment machen. Wir sollten nämlich ein bisschen davon einatmen, wir beide, und den Menschen, den Leuten zu Hause dann zeigen, was passiert. Und dann atmen wir dieses Gas ein, denn wie bei Helium haben wir hier ein nicht toxisches Gas, also nicht giftig. Damit wird man überhaupt nicht hin. Ist das Helium? Nein, da passiert nichts. Das ist Helium, ja. Und ich mache jetzt hier einen Ballon vor. Machen Sie das erstmal vor. Ja? Also ich zuerst, gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. You make my voice go like Mickey Mouse. So. You probably don't want to use the same balloon as I did. Ja, vielleicht wollen Sie natürlich einen anderen Ballon haben, also nicht unbedingt den gleichen. Oh, we burst the balloon. Let's. Ja. Haben wir jetzt platzen lassen? Also nochmal. This is strong, so. Ja, das reicht mir. Danke. Okay. You breathe what I have to do? Breathe einatmen, einatmen. Zuerst tief ausatmen, all Luft raus und jetzt tief einatmen. Und meine Stimme geht ungefähr so. Ja. Cool. Meine vorwitzigen Kollegen werden sagen, warum? War doch ganz normal, so redest du immer. Nochmal denselben. Ist da noch genug drin? Da ist doch genug drin, ja klar. Ich rede doch völlig normal. Ich weiß gar nicht, was Sie wollen. Das geht von selbst wieder raus, während man spricht? Oder bleibt das jetzt die ganze Zeit so? Nein. Okay. Das Helium leicht ist, natürlich kommt es leicht wieder raus. Das ist natürlich jetzt hier anders bei diesem Gas, bei Antihelium. Da bleibt das Helium drin. Also. Und das geht nicht wieder raus, sagen Sie? Oh, it won't go out on its own. Nein. Von alleine nicht. Immer wieder weiterreden oder natürlich nach vorne biegen und ausatmen, tief ausatmen. Also Helium hat ja eine sehr niedrige Dichte und deswegen steigt die Stimme. Die Stimme wird höher. Hier haben wir eine hohe Dichte. Das heißt, die Stimme wird tiefer. This is gonna make your voice go very, very low.
One, two, three, four, so now I sound really macho. Jetzt klinge ich wirklich macho, ja, genau. Und das kommt natürlich dann wieder raus, ja. Aber es geht nicht leicht, geht nicht schnell raus. Aber tief wieder rauspusten und jetzt bin ich wieder so wie vorher. Okay, ich mach's nicht. You try. Oh, no, 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 you gotta try. Doch, 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 Sie müssen es machen, Johannes. Sie müssen. Lust habe ich nicht. Okay. Bei mir wirkt es nicht. Das wird doch ein bisschen. Jetzt muss ich, was muss ich machen? Muss, also immer weiterreden. Es schmeckt auch ein bisschen komisch, um ehrlich zu sein. Und jetzt, also weiterreden, weiterreden. Und dann so machen, so machen, so machen, so machen. Put your head down, do a handstand. Kopf nach vorne, einen Handstand machen zum Beispiel. Ich glaube, ich komme ohne Handstand aus der Nummer wieder. Nein, 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 nein. Ich muss noch ein bisschen weitermachen. Ich mache, ich werde einen Handstand machen. Wenn es hilft, mache ich einen. Wenn es hilft, mache ich einen Handstand. Und sage, okay, jetzt ist alles wieder raus. So. Yes, you do. So. Oh, sehr gut. Ich klinge immer noch so. Nein, nein, das war jetzt ein Spaß. Ich bin froh, dass es vorbei ist, um ehrlich zu sein. Was? Was? Möchte jemand aus dem Publikum mal eine Ladung nehmen? Ich merke, Sie haben einen gewissen Respekt. Es ist nicht ganz nebenwirkungsfrei. Ja? Und sagen Sie nicht, ich hätte das früher schon mal gemacht. Was lernt man davon? Was man hiervon lernt? Nun, als vorher das Boot zum Beispiel hier geschwebt ist, konnte ich von Archimedes-Prinzip sprechen, was man braucht, um ein Boot schweben zu lassen. Beim Einatmen zum Beispiel kann ich auch zum Beispiel den Leuten beibringen, warum die Stimme zuerst höher wird oder hier eben mit Antihelium sehr viel tiefer. Der Grund ist, dass die Stimmbänder natürlich sich anders ausbilden. Sie bilden ja verschiedene Frequenzen, aber hier die Kammer hier unten im Mund zum Beispiel, genauso wie bei einer akustischen Gitarre, verstärkt natürlich die Resonanz, genau, verstärkt natürlich nur gewisse Noten. Mit Helium werden die höheren, mit Antihelium die tieferen Noten betont. Ist bei Ihnen schon mal irgendwas daneben gegangen, so ein Versuch? Gibt es Studenten, die heute noch so reden? Nein, 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 das ist noch nie passiert. Aber einmal ist was passiert, als ich es zum ersten Mal gemacht habe, habe ich es eingeatmet. Und die Person, mit der ich gerade gesprochen habe, hat immer wieder weitergesprochen und ich konnte nicht reden. Und nach ungefähr 20 Sekunden, da schwamm alles in meinem Kopf, ging alles rum und dann machte ich und habe das schnell rausgeatmet. Ansonsten fällt man einfach um. Ich freue mich, diese Erfahrung gemacht zu haben und danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch im Studio. Tolle Experimente, hoffe, wir sehen uns bald wieder. Dave Willey, vielen herzlichen Dank. Thank you very much. Pleasure having you. Vielen Dank. Dankeschön. Also, mit großer Leidenschaft ist er...